Hallo liebe Kinder, ich grüße euch wieder ganz herzlich vom Pfarrverband Fürstenfeld. Wisst ihr, was ein Attribut bei Heiligen ist? Attribute, das sind Kennzeichen, die auf eine Person in Form eines Gegenstandes hinweisen. Also aufgrund eines solchen Gegenstandes kann man erkennen, welcher Heilige dargestellt ist. Wenn du in eine Kirche hineingehst, dann gibt es oft ganz viele Heiligenfiguren. Aber ja, wer ist wer? Aufgrund des Gegenstandes, also des Attributs, das zusammen mit dem Heiligen gezeigt wird, kannst du den Heiligen oder die Heilige erkennen. So gibt es zum Beispiel für den heiligen Martin als Attribut das Schwert und den Mantel, weil er doch mit dem Schwert seinen Mantel geteilt hat. So gibt es ganz viele Attribute. Hör mal gut zu. Geh doch mal in deine Kirche ganz alleine und suche nach den Spuren der heiligen Figuren. Quälst du dich noch so sehr mit der Frage, wer ist wer? Dann hast du es gut, kennst du sein Attribut. Wenn du in die St. Bernhard-Kirche im Brucker Westen gehst, dann siehst du auf der linken Seite eine Bronzefigur vom heiligen Bernhard. Auch er wird mit Attributen dargestellt. Da sehen wir zum Beispiel eine Mitra, eine Bibel in seiner Hand und ein Kreuz. Wer war eigentlich der heilige Bernhard und warum diese Attribute? Der heilige Bernhard war ein Ordensmann und der Gründer von ganz vielen Klöstern. Er wurde 1090 auf einer Burg in Frankreich geboren. Und schon als kleiner Junge, da wollte er Mönch werden. Im Alter von 23 Jahren trat er ins Kloster ein. Man sagte, dass er große Freude daran hatte, immer mehr vom Glauben zu erfahren. Und er hatte wohl auch eine große Überzeugungskraft, die viele seiner Angehörigen und Freunde dazu brachte, ebenso wie er ins Kloster einzutreten. 1115 wurde er zum Priester geweiht und er übernahm einige Jahre später als Abt, also als Chef, die Leitung des Klosters Clairvaux in Frankreich. Als Leiter dieses Zisterzienserordens war er viel auf Reisen und er gründete 69 weitere Klöster. Er war richtig gut in dem, was er tat. Deshalb wurde ihm auch gleich dreimal das Amt des Bischofs angeboten. Jedoch hat er jedes Mal abgelehnt, weil zu dieser Zeit das Bischofsamt mit einer weltlichen Macht verbunden war. Doch das wollte er nicht. Er wollte kein Fürst sein, sondern er wollte einfach ein schlichter Mönch bleiben. Die besondere Kopfbedeckung für Bischöfe heißt Mitra. Und weil Bernhard abgelehnt hat, Bischof zu werden, was ja schon außergewöhnlich war, steht eine Mitra als Attribut hinter der Bernhard-Figur. Im Laufe seines Lebens hielt Bernhard oft Predigten und er verfasste ganz viele Texte, die von einer Menge Menschen gelesen und auch in andere Sprachen übersetzt wurden. Ja, sogar den Papst in Rom hat er beraten. Von Bernhard wird auch berichtet, dass er die Heilige Schrift
in- und auswendig kannte. Und deshalb hält diese Bernhard-Figur eine Bibel als weiteres Attribut in der Hand. In der anderen Hand hält er als drittes Attribut das Kreuz. Es erinnert daran, dass Bernhard eine sehr enge und innige Bindung zu Jesus hatte. Das Kreuz ist das Zeichen für Jesus. Wenn du dir die Bronzestatue des heiligen Bernhard näher anschaust, dann kannst du erkennen, dass sein Gesicht sehr ansprechend ist. Jedoch war er auch ein asketischer Mensch. Das bedeutet, dass er auf alles verzichtet hat, was er nicht unbedingt zum Leben brauchte. Er hat wenig gegessen und er besaß nur sein schlichtes Ordensgewand. Er lebte in der Askese und wollte keine Ablenkung. Dadurch wollte er Gott ganz, ganz nahe sein. Die ganze St. Bernhard-Kirche ist ja schlicht gehalten. Da ist schlichtes Mauerwerk und kein Prunk zu sehen. Ähnlich so, wie Bernhard seine Klosterkirchen haben wollte. Ihm war die Schlichtheit wichtig und in diesem Sinne ist die St. Bernhard-Kirche vor fast 60 Jahren auch gebaut worden. Am 20. August 1153 ist der heilige Bernhard gestorben. Und deshalb denken wir am 20. August noch heute ganz besonders an den heiligen Bernhard. Und die St. Bernhard-Kirche im Brucker Westen darf an diesem Tag ihr Patrozinium feiern. So lasst uns beten. Guter Gott, heute am Festtag des heiligen Bernhard denken wir an ihn. Er kann uns durch sein Leben Vorbild sein, denn er hatte große Freude an seinem Glauben und hat damit viele Menschen angesteckt. Hilf auch uns, dass wir von dem, was wir glauben, erzählen und damit andere Menschen begeistern. Amen. Kommt doch mal mit euren Eltern in der St. Bernhard-Kirche vorbei und schaut euch die Bronzefigur des heiligen Bernhard, die übrigens von dem Münchner Bildhauer Klaus Backmund im Jahr 1983 geschaffen wurde, mal genauer an. Ja, und so grüße ich euch und eure Familien recht herzlich und wünsche euch noch schöne Ferien. Bis bald!